So, hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es geht heute um die fünf wichtigsten KPIs im HQ, um eure Agentur zu kontrollieren. Ich bin Christopher von dem Management-Team vom HQ. Das ist heute mein erstes Webinar, was ich in dem Rahmen halte. Deswegen vielleicht auch ein, zwei Worte kurz zu mir. Ich betreue schon jetzt seit gut über 5 Jahren im HQ potenzielle Kunden und auch neue Kunden und habe natürlich da ganz viel Kontakt, gerade auch auf Controlling-Ebene mit vielen Agenturen und habe ein ganz gutes Gefühl dafür, welche KPIs da relevant sind. Wir machen da auch regelmäßig Empfehlungen für unsere Kunden, was da spannend ist zu kontrollieren, weil ja, nennen wir es manchmal offen. Manche haben da auch noch kein Set in place, sagen wir es mal so. Und da möchte ich euch heute einfach mal mit auf die Reise nehmen, euch da mitgeben, welche KPIs ihr für euch kontrollieren könnt, um relativ schnell auch einen Eindruck dafür zu bekommen, ob denn eure Agentur gerade überhaupt aktuell gerade ausläuft oder eben auch nicht. Genau, vielleicht kurz zur Agenda für heute. Ich möchte euch natürlich erst ein kurzes Intro geben. Worum geht es überhaupt? KPIs? Was hat der Christopher da gerade erzählt? Was meint er damit überhaupt? Deswegen ein kurzes Intro dazu, was euch hier heute erwartet. Und dann gehen wir auch direkt ins Thema. Und ich habe für euch da heute 5 KPIs mitgebracht, die wir uns anschauen. Die möchte ich euch aber einmal kurz erklären. Aus dem einfachen Grund, nicht jede Zahl ist immer direkt selbsterklärend. Deswegen gehen wir die einfach gleich schon mal durch. Ich erkläre euch, was die theoretische Basis dahinter ist, damit ihr dann das Ergebnis, was wir uns dann in Schritt 3 im HQ angucken, auch besser verstehen könnt. Genau. Und dann zum Schluss gebe ich euch gerne noch ein paar weitere Infos mit zu weiteren Informationen, die ihr finden könnt und wie ihr auch eure Fragen dann loswerden könnt. Kleiner Hinweis hier schon mal an eigener Stelle. Wenn wir hier über KPIs und Controlling reden und ihr habt da Fragen zu, heute könnt ihr die natürlich hier alle gerne auch im Chat loswerden. Ich schaue mir die natürlich an und beantworte die auch total gerne. Solltet ihr im Nachgang noch Fragen haben, klar, könnt euch immer gerne an unseren Support wenden. Bei so komplexen Themen wie KPIs und Controlling ist es aber oftmals besser, dass ihr euch an euren Customer Success Manager wendet, weil der einfach auch weiß, wie ihr als Agentur funktioniert und euch da auch konkreter weiterhelfen kann. Das nun mal schon mal so als Hinweis, wenn ihr im Nachgang nach unserem Termin heute noch Fragen haben solltet. Genau. Aber dann lasst uns direkt einsteigen und zwar fangen wir an mit einem Intro. Was sind überhaupt KPIs? Und ganz kurz formuliert, KPI, Key Performance Indicator im Englischen. Hier geht es also um eine einzelne Zahl. Das ist das Schöne an KPIs. Ihr kennt es aus Dashboards, ihr kennt es vielleicht auch aus Controllings und aus Fachbüchern. Es geht darum, Zahlen zu finden, die als einzelner Wert euch eine Identifikation mitgeben, ob es in einem gewissen Prozessbereich in eurem Unternehmen gerade gut läuft oder nicht. Dabei ist die Höhe der Zahl sehr individuell. Also was jetzt gut und schlecht ist an dieser Zahl, das muss man natürlich für sich individuell bestimmen. Aber das Schöne daran ist, wenn man solche KPIs findet und die sich einrichtet, dass man eine Zahl hat, auf die man drauf gucken kann, um zu bestimmen, ob es in diesem Prozessschritt gerade gut oder schlecht läuft. Das sind im Grunde genommen KPIs und das ist auch nichts anderes, was wir an vielen Stellen bei uns im Controlling auch grundsätzlich schon rausschmeißen und uns anschauen. Deswegen ist es für viele vielleicht von euch auch gar nichts kritisch Neues, sondern vielleicht auch für manche von euch einfach heute ein schöner Termin, um Tipps mitzunehmen, welche Zahlen ihr hier noch zu eurem Portfolio hinzufügen könnt, um halt eben eure Agentur noch besser im Blick zu behalten. Genau, das als kurzes Intro. Und ich habe jetzt, wie gesagt, 5 KPIs für euch hier mitgebracht, die wir uns anschauen und da gehen wir jetzt mal ins Detail. Und ich habe es vom Aufbau her ein wenig strukturiert entlang eures Prozesses. Das heißt, wir fangen an mit einem Angebot, das ihr ja schreibt im HQ. Daraus resultiert dann irgendwann das Projekt, wo ihr Mitarbeiter verplanen müsst und vielleicht auch Aussagen treffen müsst, wie eure Verplanung aussieht. Dann läuft das Projekt und alle erfassen ihre Zeiten. Da ist natürlich total relevant, was der Arbeitsstand ist. Und ja, dann kommt es irgendwann dazu, ihr wollt ja schließlich auch Geld verdienen. Heißt, wir sprechen hier über die Abrechnung und schauen mal, wo liegen eventuell noch abrechenbare Euros rum. Und zum Schluss geht es natürlich darum, dass ihr natürlich für euch prüfen müsst, ob das Projekt erfolgreich war. Und eine der Kennzahlen für den Projekterfolg ist üblicherweise der Deckungsbeitrag, auch aus den Lernbüchern. Und da schauen wir einfach mal rein, wie wir den Deckungsbeitrag im HQ berechnen und wo ihr den findet. Genau, also schauen wir mal rein.
wie setzen sich diese Zahlen überhaupt zusammen? Fangen wir an beim Angebot. Und hier sprechen wir vor allem über offene Angebote. Was sind überhaupt offene Angebote? Das sind solche, die ihr geschrieben habt, die ihr rausgeschickt habt, die ihr an euren Kunden, meinetwegen auch ausgedruckt und per Post geschickt habt, die aber noch weder vom Kunden angenommen oder abgelehnt sind. Das heißt, per se liegt da ein potenziell zukünftiges offenes Projekt vor. Und was mache ich da am besten mit, damit mir das Geld nicht wegfliegt? Ich rufe den an. Aber um das hier zu wissen, muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Chance haben, zu gucken, welche Angebote sind noch offen. Und die KPI dahinter sagt mir, wie viele Euros sind hier gerade offen. Und um das halt einschätzen zu können, muss man natürlich gucken, liegen hier gerade mehr offene Euros rum, als es üblicherweise sind. Also ihr habt sicherlich irgendeinen Schwellwert, den ihr mal für euch bestimmen müsst. Das ist auch sehr individuell, wie hoch dieser ist. Aber dann eben zu schauen, liegen wir jetzt weit über diesem Schwellwert, also haben wir gerade viele Angebote in der Pipeline, kann ich hier vielleicht noch mehr gewinnen, als ich das sonst auch kann? Das ist natürlich eine relevante Zahl. Und da schauen wir drauf, wo ihr findet, wie viel Euros ihr gerade offen in Angeboten auf der Straße habt, sagen wir es mal so schön. Ja, für mich als auch ein Stück weit Salesmenschen immer eine ganz relevante Sache, dass man da eben auch nicht vergisst, Sachen auch nachzutelefonieren, nachzugehen und nicht Projekte, die man eigentlich gewinnen könnte und eigentlich auch Umsatz, den man generieren könnte, um den nicht einfach hinten rüberfallen zu lassen. Genau, aber nehmen wir mal an, ihr tut es gut und habt jetzt eure Sachen nachtelefoniert und der Kunde spricht mit euch wirklich über konkrete Projekte, dann geht es natürlich um die Ressourcenplanung. Und da sind zwei Sachen sehr relevant, die aber beide an die Auslastung geknüpft sind. Die eine Frage, die man sich ja oft stellt hier an der Stelle ist, zum Beispiel, wann kann ich meinem Designteam oder meinem Designer oder meinem, wem auch immer, meinem Projektmanager wieder Arbeit zumuten? Also wie ausgelastet ist der eigene einzelne Mensch, das einzelne Team? Das ist vor allem für euch intern total relevant, wenn ihr eure Projekte aufplant, um halt eben auch zu gucken, wie gehen wir damit um. Das heißt, da Tagesauslastung ist die KPI, die wir uns anschauen. Ich möchte aber hier noch eine zweite mit reinbringen, weil die Tagesauslastung kann ich natürlich mir auch angucken, jetzt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für euer gesamtes Team. Das ist eher dann relevant, wenn der Kunde fragt, wann könnt ihr ein Projekt realisieren? Und die Frage wird sicherlich kommen von eurem Kunden, im Sinne von, wann können wir denn damit rechnen, dass ihr fertig seid mit unserem Projekt? Und damit ihr da eine gute und eine qualitativ hochwertige Aussage treffen könnt, braucht ihr quasi eine ähnliche KPI, nur halt auf Gesamtunternehmensbasis. Oftmals reicht es ja zu sehen, wie sehr lasten wir uns denn gerade so aus. Da zeige ich euch auch eine Lösung, wo ihr das findet. Also hier die KPI für euch zum Mitnehmen, die Auslastung. So, jetzt ist das Projekt verkauft, ist geplant, alles läuft super. Ihr fangt quasi an, wirklich aktiv zu arbeiten und Sachen zu erledigen. Dann erfasst ihr eure Zeit. Und hier ist ja vor allem ganz spannend, was haben wir denn überhaupt den Kunden verkauft? Beziehungsweise, wenn ihr das vielleicht gar nicht weiß, was habt ihr denn intern eingeplant an Arbeitszeit für dieses Projekt? Weil man kann ja jetzt nicht beliebig lange leisten und gucken, wann der Kunde denn zufrieden ist. Da kann man ja dann schon vielleicht schnell auch in die Problematik kommen, dass man dann das Budget, was man überhaupt verkauft hat, auch überschreitet. Deswegen ist es umso wichtiger zu prüfen, wie weit bin ich jetzt in der Arbeitszeiterfassung gegenüber meinem geplanten Budget? Und ich habe euch hier schon mal ein kleines Beispiel mitgebracht aus dem HQ in der Grafik unten, wo wir jetzt hier ein Projekt sehen und sehen, dass von meinen 5 Tagen schon 2,7 verbraucht sind. Und auch hier gibt es eine KPI an den Stand. Das ist bei uns der Bearbeitungsstand, den wir in Prozent ausrechnen. Das ist im Grunde genommen, wie viel Prozent sind jetzt von diesen 5 Tagen, um unserem Beispiel hier zu bleiben, verbraucht. Und die KPI zeige ich euch, die haben wir an vielen Stellen auch zu kontrollieren. Da können wir sogar, kleiner Sneak Peek, automatische Workflows auslösen, dass ihr euch hier benachrichtigen könnt. Das zeige ich euch dann im HQ auch nochmal. Genau, also wie gesagt, hier die KPI, der Arbeitsfortschritt. So, jetzt habt ihr eure Projekte abgeschlossen und am Ende des Tages macht ihr das ja schließlich auch, um eure Mitarbeiter zu bezahlen und eben auch darüber zu sprechen, Geld zu verdienen. Macht ja auch schließlich Spaß. Also sprechen wir über das Thema Abrechnung. So. Und da ist ganz klar Thema offene Leistungen, die KPI, abrechenbare Leistungen, die noch nicht abgerechnet sind. Das ist eine ganz einfache Zahl. Also wie viele Euros sind noch an welcher Stelle, die ich theoretisch abrechnen könnte. Da zeige ich euch zwei Methoden, die natürlich sehr davon abhängig sind,
wie ihr mit euren Kunden abrechnet. Und zwar einmal mit Hilfe von Planumsätzen für diejenigen, die von euch, die viel pauschal oder wiederkehrend abrechnen, um halt eben da die geplanten Rechnungen auch alle im Auge zu behalten. Und für diejenigen unter euch, die viel nach Aufwand abrechnen, zeige ich euch eine Lösung im Controlling, wo ihr sehen könnt, wo noch potenziell abrechenbare Stunden liegen und auch wie viel Euros dahinter liegen, um für euch dann auch eine, ich nenne es jetzt einfach mal, To-Do-Liste zu bekommen, durch welche Projekte muss ich jetzt noch gehen und Abrechnungen schreiben. Am Ende des Tages wird wahrscheinlich für viele von euch auch beides relevant sein. Aus meiner Erfahrung aus mischt man das ja auch gerne mal, Abrechnung und Aufwand und pauschale Abrechnung. Deswegen für euch da beide KPIs sicherlich total relevant und interessant. Genau. So, jetzt habt ihr Rechnungen geschrieben, aber nur weil wir jetzt hier was abgerechnet haben, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass das ein erfolgreiches Projekt war. Also brauchen wir irgendwie eine Kennzahl, die uns mitgibt, ob jetzt hier erfolgreich an diesem Projekt gearbeitet wurde oder eben auch nicht. Und das ist ganz üblicherweise Textbook der Deckungsbeitrag. Jeder von euch, der mal in der BWL-Vorlesung gesessen hat, wird es kennen. Und wir berechnen den Deckungsbeitrag bei uns im HQ aus der Differenz zwischen dem Rechnungsumsatz, also das, was wir gerade gesprochen haben, was ihr in Rechnung gestellt habt, und dann halt eben abzüglich davon die Fremdkosten, also Eingangsrechnungen, die ihr auch gegen euer Projekt gebucht habt, wie Freelancer oder auch vielleicht Materialien, die ihr eingekauft habt, und natürlich auch abzüglich eurer internen Leistungen. Gucken wir natürlich ins HQ rein, wie sich das berechnet, da schon mal der Hinweis, ihr hinterlegt am Nutzer, an jedem Nutzer einen Wert, einen internen Verrechnungssatz, so nennen wir den bei uns. Wie viel Euro kostet dieser Mitarbeiter, wenn er jetzt Zeit ins HQ erfasst, also wenn er eine Stunde arbeitet? Und da jeder bei euch Gehalt bekommt, gehe ich mal davon aus, ist dieser Wert auch relativ intuitiv berechenbar. So, und diese beiden Sachen müsst ihr natürlich dann irgendwie einpflegen. Interne Leistung kommt einfach durch die Zeiterfassung. Und was wir dann daraus berechnen, das ist der Deckungsbeitrag, das ist aus den Textbüchern her der DB2, wenn man den mal nachgucken möchte. Genau. Und das ist dann eben der klassische Projektgewinn. Genau. So, soweit mal zu den theoretischen Grundlagen. Ich glaube, wenn ihr das soweit jetzt verstanden habt und dem folgen konntet, sind wir hier an einer ganz guten Stelle angekommen, um uns einfach mal dann auch im HQ anzuschauen, wie funktioniert das Ganze. So, ne? Das ist ja das, wofür ihr auch heute alle hier seid. Wir wollen ja schließlich auch was mitnehmen aus dem HQ. Folgendermaßen werde ich euch das jetzt zeigen. Ich werde, wie jetzt auch gerade eben, die einzelnen Prozessschritte im HQ durchgehen und euch zeigen, welche KPIs ihr wo findet, aber auch nochmal mitgeben, welche Einstellungen ihr dafür treffen müsst, damit diese KPIs sich generieren. Manche generieren sich vollautomatisch dadurch, dass ihr einfach nur das HQ nutzt. Bei manchen, wie zum Beispiel den Deckungsbeitrag, muss ich natürlich interne Verrechnungssätze hinterlegen. Da gebe ich euch dann einfach eine kleine Hausaufgabenliste mit zum Schluss, mit Informationen, welche Variablen ihr einstellen müsst am HQ. Solltet ihr da, vielleicht schon mal da nochmal der Hinweis, solltet ihr da Fragen haben, wie das dann wirklich im Detail funktioniert, meldet euch gerne bei eurem Customer Success Manager, der unterstützt euch dann natürlich gerne. Genau, also würde ich sagen, lasst uns loslegen, wir starten ins HQ. Und ich möchte jetzt mit euch vor allem mal anfangen in den Angeboten. Und ich habe dafür einfach hier in meinem HQ unter Belege und Angebote meine Angebotsübersicht aufgerufen. Jetzt für uns heute mal zur Übersicht habe ich vor allem mal nur so ein paar Angebote drin. Das sollte für die Zahl erstmal reichen. Und ich habe es ja gesagt, die wichtige KPI, die es hier zu messen gilt, ist, wie viele Angebote sind gerade draußen auf der Straße und sind einfach noch nicht final bearbeitet. Das sind bei uns die Angebote, die im Status versendet sind. Das heißt, wir sehen hier zwei. Einmal das erste in meiner Liste und das dritte. Und die haben natürlich einen Wert. Die haben wir hier auch einmal 10.000 Euro und einmal 12.000 Euro. Also jetzt auch nicht ein ganz unbeträchtlicher Wert, der jetzt hier quasi noch liegt. Und was wir hier oben sehen, ist, was haben wir jetzt hier offen? Und das ist die Zahl. Das ist genau die Zahl, die ich angesprochen habe. Heißt, wie viele Euros haben wir gerade offen hier liegen? Und was ich natürlich machen kann und was ich dann jedem empfehle, wenn es darum geht, ich schreibe Angebote und möchte mir das halt anschauen, dass ich mir hier im Reiter versende, die angucke, die halt weder abgelehnt noch angenommen sind vom Kunden. Und das heißt, hier kann ich dann darauf filtern und habe dann für mich einen klaren Arbeitsauftrag, wo muss ich rangehen. Um diesen Kosmos einmal abzuschließen, es gibt ein paar unter euch, die sicherlich auch mit Leads arbeiten bei uns im HQ. Und das ist natürlich ein Tool, was ihr nutzen könnt, um den Vertriebsprozess bei uns abzubilden, der einen relativ ähnlichen Output erzeugt.
Und ich möchte euch da jetzt an der Stelle vor allem einmal die Pipeline zeigen, weil die natürlich hier an der Stelle euch da ein Ergebnis liefern kann. So, das heißt, wir haben jetzt hier nicht so viele Leads drin, sehe ich gerade. Heißt, wir können hier natürlich auch gucken, welche Leads haben wir gerade in welchem Status. Die Möglichkeit haben wir auch, da über Leads zu arbeiten. Also je nachdem, ob ihr jetzt hier mit Leads bei uns arbeitet oder nicht, wir haben für beides eine Lösung. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese offene Angebotszahl ganz dringend in meinem Auge zu behalten. Alright, das mal zu dem Thema offenen Angeboten. Ich sehe hier eine Frage zur Arbeitsauslastung. Zum Thema Arbeitsauslastung würde ich vielleicht im Nachgang nochmal kommen mit einem kurzen Tipp. Genau, das passt, glaube ich, jetzt ganz gut hier zwischendrin, das mit aufzunehmen. Zu der Frage komme ich später. Lasst uns aber einmal über das Thema Ressourcenplanung sprechen. Ich hatte ja, der zweite Punkt in meiner Liste war, wie viel Platz habt ihr überhaupt in eurem Team, um noch neue Aufträge zu bearbeiten? Wann habt ihr wieder Platz und wie sieht die aktuelle Auslastung aus? Und der Hintergrund ist im Folgenden eigentlich, dass ihr bei jedem Mitarbeiter definiert, wie viele Stunden pro Tag ist der oder diejenige denn verfügbar. Und gerade heutzutage mit den ganzen flexiblen Arbeitszeitmodellen, die wir hier haben, ist es natürlich sehr flexibel hinterlegbar. Das heißt, lasst euch gerne nochmal auch von eurem Onboarding-Specialist zeigen, wo ihr hinterlegen könnt, wer an welchen Arbeitstagen verfügbar ist und wie viele Stunden jemand verfügbar ist. Weil das ist die Grundlage hierfür. Sprecht uns da gerne nochmal drauf an, dann zeigen wir euch auch, wie das funktioniert. Und das Resultat ist im Grunde genommen, und wir sehen das jetzt hier in meiner Ansicht schon mal, dass ihr aus Projekten jetzt euren Ressourcen, also euren Mitarbeitern, hier einzelne Aufgaben zuplant und die dann die Mitarbeiter hier auslasten oder eben auch nicht. Und das sehen wir hier oben in der Ansicht, wo ich jetzt hier einzelne Balken habe, für jeden Mitarbeiter eben das Ganze aufgeplant auf die Zeitachse. Und jeder einzelne Balken ist jetzt hier eine Aufgabe, eine Zuteilung aus einem Projekt. Genau, und da kann ich natürlich schön sehen, wann jetzt hier meine Mitarbeiter wieder Platz haben. Also gucken wir uns mal hier Nadine, unsere Content-Managerin, an. Ein Kunde von uns braucht einen neuen Blogbeitrag. Wann hat die überhaupt wieder Platz? Wann kann die das bearbeiten? Wir sehen hier so, ab der Kalenderwoche 5 wird es hier wieder ein bisschen ruhiger. Die hat hier nochmal einen Peak und das sehen wir hier unten in diesem Histogramm. Heißt, hier an dem Mittwoch ist irgendwas drin, was sie jetzt überplant. Das wird hier diese rot blinkende Aufgabe sein. Sonstiges, oh, da sehen wir hier Dokumentation in dem Projekt Website für das Imperium. Da würde ich jetzt reingehen, dran arbeiten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem neuen potenziellen Kunden sprechen, der wissen will, wann können wir denn überhaupt ein Projekt starten? Und ich weiß, ich brauche die Nadine ganz dringend, kann ich hier reingucken und sehen, guck mal, ab dem Donnerstag in der KB5, da ist da Platz. Und finde ich eine ganz wichtige Sache. Wenn wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen wollen, das heißt, mich interessiert nicht die Nadine oder vielleicht ein, zwei Leute mehr, sondern mich interessiert eigentlich der globale, große Überblick über alles, was so im HQ passiert, dann haben wir das Ressourcen-Controlling. Das findet ihr hier im Bereich Controlling und Ressourcen. Und jetzt habe ich hier euch mal eine Auswertung fertig gemacht, wo ich hier meine Ressourcen sehe und habe jetzt auf die einzelnen Monate mir anzeigen lassen, was ist deren vorhandene Kapazität und was davon haben wir schon auf Projekten verplant. Und das heißt, hier sehen wir jetzt auf Monatsbasis, wer ist wie ausgelastet. Und hier sehen wir zum Beispiel die Nadine. Das, was wir gerade in der Roadmap auch gesehen haben, spiegelt sich hier auch wieder. Die Nadine ist hier bis Februar schon mal ganz gut ausgelastet. Hier wird es langsam wieder besser. Und was ich hier besonders spannend finde an dieser Auswertung, was ist jetzt die KPI, die hier hintersteht? Was ich auch empfehlen würde, sich jederzeit anzugucken. Das ist vor allem die Differenz für teamübergreifend zwischen was ist vorhanden und was ist schon verplant. Und da zeige ich euch hier unten das einmal in der Grafik, weil das ist, finde ich, sehr plakativ, um halt eben zu sehen, wie denn die Auslastung ist. In Gelb seht ihr jetzt nämlich hier die vorhandene Kapazität und in Rot dagegen die geplante Kapazität. Ja? Und diese Differenz ist im Grunde genommen ausschlaggebend. Das heißt, wir sehen auch hier, wann haben wir wieder mehr Platz, wann haben wir weniger Platz und das verändert sich natürlich laufend, auch mit euren Urlauben und mit euren Verplanungen. Genau. Das soweit zur KPI in Sachen Ressourcenplanung. Absolut essentiell. Ihr wisst es selber, eure Mitarbeiter sind eure größte Ressource. Wenn das nicht funktioniert, habt ihr ein ganz anderes Thema. Deswegen hier auch das im Auge zu behalten, wird immer wichtiger. Und gerade auch in Zeiten, wie es aktuell ist mit Homeoffice, wo ich nicht mal gerade eben zum nächsten Schreibtisch gehen kann und fragen kann, absolut essentiell, wenn das zu betrachten. Wie gesagt, die Grundlage dessen liefert im Grunde genommen immer der Nutzer.
den ihr dann dementsprechend einstellt mit der Verplanung und dann die Zuteilung trefft eben auf den Projekten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie ich diese Grundeinstellung treffe, damit ich diese Ressourcenauswertung auch sinnvoll machen kann, sprecht gerne euren Onboarding Specialist zu dem Thema an, dann richtet ihr das gerne mit euch ein. Okay, weiter in unserer Historie. Jetzt haben wir ein Projekt verkauft, haben auch gesehen, wir haben da Platz für und fangen jetzt an zu arbeiten und haben mit dem Kunden ein Budget. Und wie ist das überhaupt gerade ausgelastet? Wie viele Stunden haben wir denn jetzt hier bisher gebucht? Nicht nur, weil das den Kunden interessiert, sondern natürlich auch euch. Ja, das heißt, die Zeit, die ihr verkauft habt, da wollt ihr natürlich ja nicht großartig drüber arbeiten. Und das schauen wir uns einmal an. Und zwar hier in dem Projekt SEO für den Todesstern haben wir jetzt grundsätzlich 414 Stunden verkauft. Das seht ihr hier rechts am Stand. Dieses Modul erreicht ihr, wenn ihr in irgendein eurer Projekte navigiert und dann diesen Reiter allgemein nutzt. Dort findet ihr hier die Sollzeit. Das ist das, was ihr quasi verplant habt im Projekt. Das muss nicht zwangsläufig mit den Angeboten korrelieren, die jetzt irgendwie beauftragt worden sind, sondern das ist im Grunde genommen die Summe aller eurer Zeitbudgets auf den einzelnen Tätigkeiten im Projektplan. Können wir auch gleich nochmal reingucken. Merkt es euch schon mal, ich komme gleich nochmal drauf zurück. genau, und dagegen sehen wir jetzt, hier wurde Zeit erfasst von Mitarbeitern. Noch nicht super viel, aber schon mal hier die ersten 18 Stunden wurden hier schon mal erfasst. Und jetzt kommt die spannende KPI, Anteil abgeschlossen. Und das ist wirklich eine Zahl, jedem, der es nicht hören will, erzähle ich, dass die wichtig ist. Die sagt im Grunde genommen aus, wie viel von eurem Planbudget, von eurem Planzeitbudget für dieses Projekt ist jetzt schon aufgebraucht. Und das besonders Coole an dieser Stelle ist, ihr könnt euch hier drauf auch Workflows einstellen lassen. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise bei gewissen Grenzen hier benachrichtigt werden wollt, was viele meiner Kunden machen, ist hier bei 75% eine Benachrichtigung an den Projektmanager und dann nochmal bei 90% eine Benachrichtigung an die Geschäftsleitung, um halt eben in der Lage zu sein, zu reagieren, bevor hier das Kind in den Brunnen fällt. Also bevor quasi die Grenze gerissen wird, das Budget gerissen wird, hier reagieren zu können und mit dem Kunden hier arbeiten zu können. Absolut empfehlenswert hier drauf. Regelmäßig Obacht zu geben. Und deswegen findet ihr diese Differenz auch hier wieder und auch mit einem Workflow belegt. Thema Workflows, da haben wir nochmal ein separates Webinar auch zu späteren Zeitpunkten zu. Aber auch hier der Tipp, wenn ihr das nutzen wollt, meldet euch gerne bei eurem Onboarding-Specialist nochmal oder auch gerne bei uns im Support. Dann leiten wir euch auch gerne weiter und geben euch noch weitere Maßnahmen mit. Das lässt sich, wie gesagt, über die Workflows einrichten bei uns. Genau. Das ist der Arbeitsstand. Und hier vielleicht nochmal ins Detail zu gehen. Wir sprechen jetzt hier nochmal in die Projektplanung. Das war jetzt ja sehr global gesehen das ganze Projekt. Jetzt für diejenigen unter euch, die regelmäßig Projekte managen und wirklich dort ins Detail auch arbeiten und wissen wollen, wie steht es denn hier überhaupt? Weil da ist ja eigentlich gerade ganz gut aus, wenn man ehrlich ist. 4% bisher aufgebraucht. Wissen zwar nicht, wann die Deadline ist, aber auch nicht so relevant. Aber eigentlich würde ich jetzt als Projektmanager nicht nervös werden bei der Zahl. Jetzt gucken wir mal hier ins Projekt, weil hier sieht es nämlich jetzt schon mal ein bisschen anders aus. Wir haben nämlich hier in den oberen drei Reihen, seht ihr das, genau das gleiche Prinzip, Sollzeit und Istzeit. Und dieser Anteil wird jetzt hier angezeigt, grafisch durch diesen Balken, der hier rechts in dem Gantt-Chart hochläuft. Und hier sehen wir, dass es vielleicht auch alles gar nicht so perfekt läuft, weil unser Projektmanagement-Budget hier zum Beispiel schon überbucht ist. Für euch Projektmanager, sobald ihr in diesem Projektplan was Rotes seht, wird Zeit für euch zu reagieren. Ist jetzt hier 1,5 Stunden, ist jetzt nicht kritisch, aber zumindest schon mal was, wo man drauf schauen sollte. Genau, Frage, das passt gerade ganz gut. Habe ich hier eine Übersicht, wo ich den Stand über mehrere Projekte sehen kann mit meiner Ist- und Soll-Zeit? Ja, den habt ihr natürlich. Und zwar findet ihr das hier bei uns in den Projekten und in der Übersicht. Und da habe ich im Grunde genommen die Liste aller meiner Projekte. Solltet ihr hier, und deswegen habe ich es auch so vorbereitet, die Ist- und Sollzeit bei euch noch nicht sehen, klickt ihr einfach auf das Zahnrad und scrollt hier in der Liste runter, bis ihr hier die Ist-Zeit, ich mache das mal in Stunden, es gibt auch eine Tagesbasis, Ist- und Sollzeit seht. Und dann blenden wir uns das hier einfach mit ein. Und jetzt sehen wir hier die Stunden direkt nebeneinander. Und ich kann genau sehen, wie weit sind wir denn hier dran? Wie nah sind wir hier dran? Damit das auch in Zukunft so bleibt, dass ihr die hier weiter seht, klickt einfach hier in der Tabelle auf den Speichern-Button. Und dann ist die Ansicht für euch, wenn ihr jetzt in diese Projektübersicht geht, jetzt immer so, wie sie jetzt aktuell dargestellt wird. Also das ist quasi für euch die Übersicht. Das Schöne an dieser Ansicht ist, ihr könnt hier auch filtern, könnt euch auch nur Projekte einer bestimmten Vorlage anders zeigen lassen. Das geht hier an der Stelle auch. Zu der Frage, den prozentualen Stand sehen wir jetzt hier an der Stelle aktuell noch nicht. Hier geht es immer nur um die Differenz.
Genau. Soweit mal zu dem Thema aktueller Arbeitsstand. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat, dann komme ich vielleicht einfach später auch nochmal drauf zurück. Weil jetzt soll es nämlich darum gehen, wir wollen hier Geld verdienen, wir wollen Rechnung schreiben. Und wo finde ich da was wieder? Und ich habe jetzt als allererstes mal ein Controlling bei uns vorbereitet. Wie gesagt, Thema KPIs, hier geht es viel um Controlling heute. Und zwar das Controlling Umsatzplanung. Und das findet ihr, wenn ihr hier im Bereich Controlling auf das Modul Umsatzplanung klickt. Und hier habe ich die Möglichkeit, meine unterschiedlichen Planumsätze mir anschauen zu lassen. Planumsätze nur kurz einmal angerissen. Planumsätze sind im Grunde genommen nichts anderes als Rechnungen, die ihr in der Zukunft stellen wollt. Könnt ihr aus Angeboten erzeugen, könnt ihr manuell ein Projekt hinzufügen. Die können auch wiederkehrend sein, wenn ihr Retainer habt oder Hostingkosten abrechnen wollt oder Ähnliches. Das geht auch. Die Planumsätze sind im Grunde genommen eure Erinnerung, eine Rechnung zu stellen. Dem folgt, dass ein Planumsatz, der nicht abgerechnet wird und einfach liegen bleibt, im Grunde genommen ja eine Rechnung ist, die ihr hättet stellen können und nicht gestellt habt. In dem Wissen gucken wir einmal hier auf diese Ansicht. Und ich habe jetzt mal hier Oktober, November, Dezember meines letzten Jahres mir mal aufgemacht. Hier gibt es nämlich so ein paar Zahlen. Jetzt haben wir hier drei Reihen. Und vor allem interessant für uns heute soll jetzt mal sein, Planumsätze aus Projekten und Ist-Umsätze. Die Planumsätze aus Projekten sind im Grunde genommen das, wo ihr hinterlegt, was ich in Zukunft abrechnen möchte. Und die Ist-Umsätze sind geschriebene Rechnungen. Und hier eine Differenz zu haben, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, ist nicht besonders gut. Also Differenz heißt in dem Sinne, hier unten bei Planumsätze steht noch was, weil am Ende des Tages braucht ihr die auf. Wenn die dann abgerechnet sind, tauchen die auch in dieser Ansicht nicht mehr auf. Das heißt, hier im Dezember haben wir 5.700 Euro roundabout abgerechnet und haben hier noch 1.500 Euro liegen. Heißt auch hier, haben wir im Grunde genommen letztes Jahr noch Geld liegen gelassen. Was ich jetzt natürlich machen würde, ich würde mir hier die Projekte einblenden lassen. Das tun wir auch gleich. Wir sehen aber noch kurz vorweg, im November und Oktober sieht es noch ganz drastischer aus. Da liegen hier noch 11.000 Euro im Oktober, 1.500 Euro im November. Hier wird Zeit, dass ihr Rechnung schreibt. Ja, das ist halt einfach bares Geld, was da eigentlich irgendwie verloren geht, nennen wir es mal. Naja, aber wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich das sehe? Nehmen wir mal hier ruhig den Dezember. Wie finde ich jetzt überhaupt raus, wo ich jetzt hier agieren muss? Hier oben bei Pivot-Einstellungen könnt ihr auf weitere Datenfelder zurückgreifen. Und ich nehme jetzt einfach mal die Projekte mit hier in mein Feld. Das Zeilenfeld ist hier das, wo ihr das reinziehen müsst. Und es sind im Grunde genommen Pivot-Tabellen. Wenn es hier ums Handling geht, lest euch gerne einfach in der Hilfe das durch. Sucht in unserer Hilfe einfach mal nach Controlling. Und da findet ihr auch gute Artikel dazu, wie man das einstellt. Ich gebe euch später auch nochmal den Link mit zu unserem Support-Portal, wo ihr dann solche Beschreibungen findet. Naja, aber jetzt gucken wir nochmal rein und wir sehen hier unten, alles klar, unser Projekt Retainer SEO Todesstern, da liegen noch 1.500 Euro, die wir offensichtlich auch schon länger vergessen haben abzurechnen. Da wäre es jetzt mal angebracht, dort einmal reinzuschauen. Der Modus funktioniert total gut für diejenigen unter euch, die relativ klar planen können, wann welche Umsätze geschehen sollen. Die zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel pauschal abrechnet aus Angeboten oder wenn ihr in Teilen abrechnet aus dem Angeboten, dann funktioniert dieser Modus total gut, auch für wiederkehrende Sachen. Für diejenigen unter euch, die hier im HQ nach Aufwand abrechnen, ist die KPI natürlich eine etwas andere, weil man weiß ja nicht genau, wie viel Aufwand stattfindet. Und dafür gibt es bei uns im Modul Reporting, Controlling Reporting, auch eine Ansicht. Das Modul findet ihr unter Controlling und Reporting. Da befinden wir uns jetzt gerade hier. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe mir anzeigen lassen, jetzt mal hier wirklich auf Kalenderwochenbasis, also sehr ins Detail, ich glaube, Monat hätte fast sogar auch gereicht, was habe ich an abrechenbaren Euros hier drin? Und ich habe gefiltert nach abgerechnet. Das heißt, ich lasse mir nur anzeigen, was noch nicht abgerechnet ist. Das sind quasi abrechenbare Reportings, die noch nicht abgerechnet worden sind. Also auch wieder für euch hier bares Geld. Ja, und da kann ich jetzt hier durchgucken. Das ist hier quasi meine To-Do-Liste. Ja, ich kann mir natürlich auch hier die Projektnummer noch mit anzeigen lassen, um das schneller zu identifizieren, um natürlich auch in der Suche oben arbeiten zu können. Klar, aber das ist meine To-Do-Liste. Da gehe ich jetzt durch und fange hier an, gehe in die Projekte rein und gucke mir ran, warum liegen hier noch Euros rum. Und ich habe es mir jetzt hier mal in Euros anzeigen lassen, damit wir auch hier sehen, was haben wir denn hier in Summe noch liegen, damit ich das hier eben dementsprechend mir anschauen kann. Genau. Heißt, wir haben zum Beispiel den Marketing-Todesstern, 451 Euro aus dem Januar.
Das kann dann natürlich auch eure To-Do-Liste werden, wenn ihr viel nach Aufwand abrechnet, da eben dann von oben nach unten durchzulaufen. Genau, das also für euch die beiden KPIs, wenn es um das Thema Abrechnung geht. Zum einen die Planumsätze aus Projekten aus vergangenen Monaten, wo ihr gucken könnt, was haben wir quasi noch abzurechnend geplant. Und natürlich die KPI, abrechenbare Euros, die noch nicht abgerechnet sind im Controlling Reporting, für diejenigen unter euch, die viel nach Aufwand abrechnen. Lässt sich natürlich auch beides super kombinieren, wenn ihr beides macht. Beides wissen wir auch. Genau. So, weit zu den Rechnungen. Jetzt haben wir hier Rechnungen gestellt. Jetzt haben wir hier natürlich auch Geld verdient. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch Zeit erfasst und ihr habt Fremdkosten erfasst. Und jetzt geht es darum, wir wollen wissen, wie erfolgreich war überhaupt unser Projekt. Und auch hier, ich gucke mal in ein Projekt rein, was jetzt hier schon ein bisschen läuft. Nehmen wir mal dieses Marketing-Todesstern, wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben. Und jetzt interessiert mich vor allem hier unten diese Umsatz- und Kostenschiene. Ihr findet dieses Modul übrigens, wenn ihr in irgendein Projekt von euch navigiert, zum Beispiel, wie gesagt, hier Marketing-Todesstern und dann hier oben in den Reitern auf die Finanzen geht. Ja, das heißt, ihr klickt hier einfach auf Finanzen und dann landet ihr hier in diesem Modul. Und das ist auch die erste Seite, die ihr jetzt hier gerade seht. Also dann landet ihr direkt auf dem, was ihr jetzt hier gerade vor euch habt. Und jetzt gibt es hier ein paar Stellen, die wir uns einmal anschauen wollen. Ich fange mal vorne an. Das heißt, wir sehen hier, 90.000 Euro haben wir für dieses Projekt bisher in Rechnung gestellt. Das ist einfach die Summe meiner versendeten Rechnungen auf diesem Projekt. Der Punkt 1, wenn ihr euch erinnert an die Folie DB2. Dann haben wir hier Fremdkosten, heißt Eingangsrechnungen. Ne, für was auch immer, sei es ein Freelancer, sei es eine Hotelrechnung, sei es vielleicht auch irgendwelche Produkte, die ihr kaufen musstet für euer Projekt, haben wir hier die Fremdkosten mit drin. Und dann haben wir hier die internen Kosten. Also wie ihr seht, hier läuft schon ein bisschen. Wir haben hier eine ganze Menge Zeit erfasst, war ein langes Projekt, wir haben hier viel gearbeitet. Und am Ende, durch die viele Arbeit, entsteht natürlich auch ein Kostenfaktor, weil keiner eurer Mitarbeiter und Kollegen arbeitet umsonst. Dementsprechend hinterlegt ihr im HQ, wie viel Euro kostet jetzt eine Stunde Arbeitszeit eines Mitarbeiters. Und das, wie das, an welcher Stelle das geht, an der, hier in dem Punkt, lasst ihr das gerne auch nochmal zeigen, entweder von eurem Onboarding-Specialist oder fragt auch gerne im Support, das können die euch ganz einfach zeigen. Naja, im Grunde genommen wird dann mit meinem internen Verrechnungssatz und meiner erfassten Zeit multipliziert, berechnet, was hier für Kosten entstehen. Das sind jetzt hier diese knapp 50.000 Euro auf Basis unserer internen Stunden. Und daraus resultiert ein Punkt Gesamtkosten. Was haben wir jetzt insgesamt an Kosten auf diesem Projekt erzeugt? Und da resultiert hier der Deckungsbeitrag draus. Wir sehen es jetzt hier neben dem abgerechnet. Einmal hier in Euro und hier in Prozent. Also was ist ein Deckungsbeitrag in Euro? Was haben wir tatsächlich an harten Euros hier verdient? Und was haben wir hier in Prozent verdient? Und die Frage im Chat war, wie hoch könnte so ein Deckungsbeitrag 2 in der Regel ausfallen? Man sagt ja so Pi mal Daumen in der Dienstleistungsbranche, so bei 30% sind wir irgendwo gut dabei. Ich glaube, das ist auch ein Wert, den man mal mitnehmen kann. Interessant wäre natürlich, dass wir mal überlegen, wo liegen denn unsere Kunden so in der Regel? Haben wir bisher noch nicht angestellt. Vielleicht mal eine spannende Auswertungsfrage für die Zukunft. Genau, aber wie gesagt, man sagt ja immer so, Dienstleistungsbranche, Pi mal Daumen, 30%. Da seid ihr ganz gut damit bei. So, genau. Und diese Berechnung haben wir zu einem Projekt gemacht. Die wenigsten von euch haben nur ein Projekt parallel. Und diese Zahl ist natürlich ja dann auch eher relevant, wenn ich jetzt Projektmanager werde und an meinem, sag mal, Billing-Erfolg gemessen werde im Projekt, ist das natürlich total relevant. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Geschäftsleiter seid und Geschäftsführer seid und wollt jetzt wissen, wie läuft es denn überhaupt in meiner Agentur so rechnungsstellungstechnisch und mit dem Projekterfolg, braucht ihr natürlich eine Ansicht, wo ihr das Projekt übergreifend sehen könnt. Und das habe ich auch hier mal vorbereitet. Das ist bei uns das Margen-Controlling. Ich habe es mal sehr vereinfacht dargestellt, aber auch wieder hier, das sind Pivot-Tabellen, die könnt ihr euch konfigurieren. Das Margen-Controlling findet ihr hier im Bereich Controlling und dann hier Marge. Dann landet ihr in dem hier. Und was habe ich mir jetzt hier aufgebaut und welche KPI möchte ich euch da gleich nochmal zeigen? Ich habe jetzt im Grunde genommen für den Zeitraum Januar, wir sehen hier oben, wir haben ja einen Zeitraum, den wir einstellen können, ist manchmal auch interessant zu vergleichen. Also was haben wir für Deckungsbeitrag im Vorjahr und in diesem Jahr gemacht, könnt ihr hier ganz hervorragend machen in diesem Controlling, indem ihr einfach den Zeitraum größer schaltet und das Jahr wieder mit reinzieht hier an der Stelle. Dann macht es das HQ nämlich für euch automatisch. Genau, aber was sehe ich jetzt hier? Ich habe eine Liste meiner Projekte
jetzt hier auch nach Kunden gefiltert. Und ich sehe jetzt hier genau die gleiche Struktur, genau die gleiche Wertestruktur, wie ich sie vorhin auf dem Einzelprojekt hatte, auch hier jetzt in meiner Liste. Das heißt hier, die Summe aller Reportings, das sind meine internen Kosten. Summe abgerechnet sind die Summe meiner Rechnungen. Summe von Fremdkosten ist die Summe von Fremdkosten, relativ selbsterklärbar. Dann hier natürlich die Summe beider Kostenarten und dann hier hinten wieder meine KPI, Deckungsbeitrag in Euro, in einem Prozent. Genau, und das wieder hier ganz klassisch Pivot-Tabellen. Wir haben jetzt ja hier auch ein Jahr wieder hier drin, also wir haben diesen Zeitfilter. Jetzt auf diesem Jahr auf unserem Marketing-Todesstern-Projekt sieht es nämlich noch besser aus. Die meisten Kosten sind dann nämlich letztes Jahr angefallen. Genau, kann ich natürlich hier erweitern, wie ich das möchte. Vielleicht hier an der Stelle noch eine Auswertung, die ich euch gerne mal zeigen möchte, die viele meiner Kunden auch ganz spannend finden. Und zwar ziehen wir jetzt hier die Projekte mal raus und wir bleiben bei der gleichen KPI. Wir reden hier über Deckungsbeitrag. Und was haben wir jetzt hier an dieser Stelle, was sehen wir jetzt hier? Wir haben nämlich jetzt das Ganze auf Kunden gruppiert. Und das heißt, wir sehen hier, welche Kunden erzeugen bei uns einen hohen Deckungsbeitrag und vielleicht nicht so einen hohen Deckungsbeitrag. Und das können wir hier hinten natürlich ablesen. Die Zahl wiederum hier, also gerade diese Eurozahl, die sagt gar nicht so viel aus. Da muss man auch mal ganz ehrlich sein, sondern eher dieser Prozentsatz. Weil natürlich, klar, mit der Größe der Agentur, mit der Menge der Mitarbeiter ist natürlich auch nicht nur euer Umsatz größer, sondern auch natürlich euer Gewinn, weil ihr müsst ja mehr Leute bezahlen und so weiter. Diese Prozentzahl, die ist eigentlich die spannende, wenn ich jetzt an der Stelle mal einen Insider-Tipp geben darf. Genau, aber die sehen wir jetzt hier nicht auf das einzelne Projekt, sondern auf den Kunden. Und das heißt, wir können hier auch analysieren, wer sind denn überhaupt meine guten und vielleicht auch nicht so guten Kunden. Nicht, dass ihr welche hättet. Aber da könnt ihr dann natürlich eben super schauen. Und das finde ich persönlich ist ein ganz hervorragendes Tool für euch, wenn es dann zum Beispiel auch in Preisverhandlungen geht. Ihr habt Kunden am Telefon und der fragt euch, Mensch, was können wir denn hier bei dem Angebot überhaupt noch machen? Wir müssen uns hier mal ein bisschen bewegen. Dann würde ich jetzt hier reingucken und würde schauen, ist das ein Kunde, mit dem ich grundsätzlich was verdiene im Prozess? Oder ist das ein Kunde, den habe ich, damit er auf der Website steht? Und das hilft mir natürlich auch dann hier eine Business-Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt die Rabatte geben kann, in welcher Höhe ich das kann bei dem Kunden. Großer Pitch beim großen Autokonzern, da kann ich das vielleicht auch mal eher machen. Solche Sachen, bei denen ich schon 5 Projekte hatte, das kann ich dann hier ablesen. Finde ich ein ganz hervorragendes Hilfsmittel. An der Stelle also, wie gesagt, Controlling, Marge ist das, wo wir uns hier gerade bewegen. Was muss ich dafür alles einrichten, damit es funktioniert? Ihr müsst zum einen, wie gesagt, die internen Stundensätze an euren Mitarbeitern einrichten. Und eigentlich gar nicht viel mehr. Als wenn ihr das habt, müsst ihr eigentlich nur noch Zeit erfassen, Fremdkosten erfassen, Rechnungen schreiben und der Deckungsbeitrag berechnet sich automatisch. Das zu den 5 KPIs, die ich euch mal zeigen wollte. Ich mache nochmal kurz in meiner PowerPoint einmal hier den Durchlauf. Das heißt, nochmal da, was als letztes war, der Deckungsbeitrag, der euch anzeigt, was haben wir hier an Projektgewinn, na, also wie erfolgreich sind wir hier überhaupt. Dann haben wir hier die offenen Leistungen. Was müsst ihr dafür machen, damit ihr das kontrollieren könnt? Ihr müsst zum einen entweder mit Planumsätzen arbeiten oder eben richtig einstellen, welche Zeiten als abrechenbar markiert werden. Das heißt, die sind die angenommenen, die auf Task laufen, die abrechenbar sind, nach Aufwand abrechenbar sind. Auch wieder hier, lasst euch das gerne nochmal zeigen von eurem Onboarding-Specialist, wie das funktioniert, wenn ihr bei der KPI noch nicht ganz sicher seid, wo das herkommt. Und dann laufen die Controllings auch automatisch mit den Zahlen voll. Zum Arbeitsstand, da auf jeden Fall das Thema, was ich euch mitgeben möchte, ist das Workflow-Thema auf der prozentualen Auslastung des Budgets. Das ist das, was ich hier wirklich auch als Automatismus euch als Tipp mitgeben möchte, das einzurichten. Wir haben die Ressourcenplanung, was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst an den Mitarbeiter, an der Ressource einstellen, wie viele Stunden pro Tag und pro Wochentag ist denn jemand verfügbar? Und dann halt eben die Leute verplanen auf Projekte. Wir werden auch demnächst bei uns im Blog, den solltet ihr da im Auge behalten, einen größeren Artikel veröffentlichen, gerade zu dem Thema Ressourcenplanung und für diejenigen unter euch, die das noch nicht so in der Tiefe machen, was müsst ihr machen, um das jetzt zum Start des Jahres auch losschießen zu können. Da behaltet einfach mal unseren Blog im Auge, da wird demnächst was kommen. Und dann klar offene Angebote, dafür müsst ihr eigentlich nichts anderes machen als Angebote schreiben, weil die Zahl in der Angebotsübersicht zeigen wir für euch natürlich direkt an. Und da das einmal auch zu dem, was ihr für euch vielleicht nochmal mitnehmen müsst, was müssen wir im HQ konfigurieren, damit wir überhaupt an diese KPIs kommen. Ne? Wichtige Info. Genau.
Ja, das einmal zu den Themen, die ich für euch heute vorbereitet habe. Reingeguckt ins HQ haben wir, gezeigt haben wir es euch. Ich habe es aufgenommen, das Video kriegt ihr im Nachgang mit rein. Jetzt wäre noch Zeit für Fragen. Das heißt, schießt einfach los, wenn ihr Fragen habt. Schreibt gerne noch was rein. Ich habe hier schon eine Frage bekommen. Da geht es darum, ob man sich eine Erinnerung einrichten kann, ob Fremdkosten abrechenbar sind oder nicht. Da würde ich euch empfehlen, mit Plankosten zu arbeiten, die ihr dann eben einrichtet und gucken könnt, ob die denn schon weitergeleitet worden sind. Beziehungsweise, das ist ein wirklich guter Tipp an der Stelle, gute Frage auch. Ihr habt in der Finanzübersicht im Projekt die Möglichkeit anzugucken, welche Kosten davon schon drin sind. Und wenn ihr dann eine Rechnung erstellt und fügt die Fremdkosten hinzu, bekommt ihr direkt eine Liste von all den Sachen, die noch nicht abgerechnet sind. Na, also, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Rechnung erstellen, Fremdkosten hinzufügen wollen und dann kriege ich sofort eine Liste, die mir das ganz einfach anzeigt, ob noch was mit drin ist. Habt ihr noch weitere Fragen? Ich gebe euch nochmal einen kleinen Moment mit zum Nachdenken. Während ihr nachdenkt und ihr Fragen habt, möchte ich euch noch 2, 3 Themen mitgeben. Und zwar, wo findet ihr denn überhaupt Hilfe? genau, und gerne auch nochmal, wenn ihr das Video euch im Nachgang anschaut, ich habe euch hier so ein paar Keywords mit beigegeben, zu denen ihr suchen könnt. Unsere Hilfe findet ihr unter support.hellohq.io. Und wenn ihr diese 5 Begriffe eingebt, findet ihr ganz gut dort schon mal Infos zu, wie kriege ich diese KPIs irgendwie aus dem HQ raus. Mal als guten Startpunkt, wenn ihr das bisher noch gar nicht macht, wäre das was ich euch empfehlen würde. Wenn ihr Fragen habt, weil ihr fangt jetzt daran einzurichten und irgendwie kommt nicht das Ergebnis, was ihr euch vorstellt, gerne den Support-Chat direkt fragen. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sein will, bei solchen Themen, die jetzt schon auch sehr, sehr ins Detail gehen und auch manchmal vielleicht sogar Kenntnis eures Prozesses im HQ bedürfen, fragt euren Customer Success Manager. Ihr habt ja in der Regel alle jemanden, mit dem ihr da sprechen könnt. Sonst gerne auch im Support fragen, wer denn der Mensch ist, mit dem man sich da unterhalten kann. Da könnt ihr gerne eine Beratung bekommen, wie ihr diese Sachen einrichten könnt. Gerade wenn ihr da noch gar nichts von gemacht habt, vielleicht eine halbe Stunde ein kleines Intro nochmal kriegen, dann one-on-one, nicht so wie heute, ist vielleicht auch nochmal ganz praktisch. Fragt euren Customer Success Manager, der kann euch dann da unterstützen an der Stelle. Genau, soweit waren das meine Themen für heute für euch. Wir sind jetzt auch eine gute 40 Minuten dabei. Ich glaube, war jetzt auch viel Inhalt, viel Input, viel Controllings, viel KPIs, die ihr für euch kontrollieren könnt. Ich schaue noch mal eben rein, ob ich irgendwelche Fragen übersehen habe. Das wäre mir sonst auch unangenehm. Ah, eine haben wir hier noch. Lässt sich an das HQ ein ERP-Buchhaltungstool anbinden? Gute, wichtige Frage. Grundsätzlich ein Buchhaltungstool anbinden auf jeden Fall, weil der Prozess hört ja bei uns im Grunde genommen auf mit dem Thema, ich habe eine Rechnung geschrieben und irgendwo muss das ja hin. Deswegen haben wir da an der Stelle wir nennen es DATEV-Export. Ihr könnt bei uns nämlich die Belege Eingangs- wie Ausgangsrechnungen vorkontieren und mit Kostenstellen versehen und dann über den DATEV-Export rüberreichen an euer Buchhaltungstool. Dieser Export ist eine CSV-Datei. Und ihr könnt auch die ganzen Originalbelege mit exportieren, weil ihr kennt das Spiel selber. Keine Buro ohne Beleg. Genau, das ist der Weg nach DATEV. Und naja, das ERP ist dann euer HQ. Aber gerade die Frage jetzt auch direkt konkret zu Dynamics. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da sicherlich auch eine Lösung hinbekommt, die das konkret verarbeitet. Jetzt eine direkte Schnittstelle haben wir an der Stelle nicht. Super. So, jetzt gucke ich nochmal rein, ob ich sonst noch irgendwelche Fragen übersehen habe. Habe ich, glaube ich, nicht. Sehr gut. Sonst im Nachgang, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, wendet euch sehr, sehr gerne an unseren Support. Die können euch da gerne helfen oder an euren Customer Success Manager, der euch da ja auch sehr gut kennt. Und dann, für mich bleibt eigentlich noch, ihr seht es jetzt hier gerade schon, nur zuletzt zu sagen, schaut euch unsere Webinarseite nochmal an. Wir haben einen vollgepackten Webinarplan für dieses Jahr, haben aufgrund des positiven Feedbacks auch noch mal einiges mehr eingeplant an Themen. Schaut euch die Seite an. Wir haben es ein bisschen jetzt auch nach eurem Level im HQ strukturiert. Also seid ihr, wie jetzt heute zum Beispiel, vielleicht schon Advanced User oder wir haben auch eine ganze Menge Webinare für diejenigen unter
unseren potenziellen Kunden und auch unseren Nutzern, die jetzt vielleicht noch gar nichts groß im HQ gemacht haben. Auch da wird es noch eine Menge geben. Schaut es euch an, hellohq.io/Webinare. Da findet ihr die Liste. Ihr könnt euch jetzt schon für das gesamte Jahr anmelden. Dann habt ihr auch direkt schon mal euer Curriculum fertig und eure Lernziele für dieses Jahr erreicht. Deswegen schaut es euch an, meldet euch an. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht heute. Dafür, dass es mal für mich das erste HQ-Webinar war. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und genau, ich würde jetzt den Chat hier noch für 2 Minuten offen lassen, würde mich jetzt aber schon mal ausklinken. Wenn ihr jetzt noch konkret direkt Fragen habt, schießt ihr gerne rein. Und wie gesagt, sonst kennt ihr die üblichen Kanäle, auf denen ihr uns erreicht. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen ganz hervorragenden Abend. Macht nicht mehr zu lange, bleibt gesund und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss.